Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 3 Mobile. Ja, heute machen wir die Polizeimission, ganz interessant. Lustige Geschichte, ich habe den Part schon mal aufgenommen, habe mir alles angehört, habe das dann hochgeladen auf YouTube, war auch kurzzeitig oben, ich glaube für eine Stunde. Aber man hat meine Stimme einfach nicht gehört, weil das zu laut war. Ich habe jetzt nochmal alles umgestellt und so, aber nichts. Ich habe auch den Sound im Spiel so leise gestellt, wie es ging. Aber irgendwie nichts. Also beim letzten Part, also beim ersten Part, da war doch auch noch alles in Ordnung. Und jetzt auf einmal hört man nichts mehr, weil es einfach so laut war. Der Spielesound war viel lauter als meine Stimme. Deswegen mache ich diesen Part jetzt erst nochmal ohne Ton. Einfach mal, um zu gucken. Und damit ihr auch ein Video habt, ne, damit ich jetzt was raushauen kann. Und ja, schauen wir mal. Los geht's also. Hier gibt's die Bürgerwehrmission. Schalte die kriminelle Bedrohung aus. Verdächtiger wurde zuletzt in der Gegend von Rotlichtbezirk gesehen. Ach, so ein Mist. Ich sollte das nicht durchlesen, Alter. Ich bin voll gegen die Polizei gerast. Gleich mal einen Stern, ey. Den kriegen wir. Und was mich halt ärgert, das kann ich ja mal, ups, vom letzten Part erzählen. Und zwar habe ich erst so kurzzeitig gefailt. Am Anfang. Aber dann habe ich einfach 20 Level ungefähr. Ja, 20 Level habe ich geschafft einfach. Ey, das war so geil. Ich glaube, das kriege ich jetzt nicht nochmal hin. Wir werden es ja einfach sehen. Ja, erstmal müssen wir hier diesen Eiswagen stoppen. Das Problem ist jetzt nur leider, wir können mit dem Polizeiwagen jetzt nicht einfach zur Lackierwerkstatt gehen und uns irgendwie reparieren oder irgendwie umlackieren, weil die das nicht annehmen. Da steht dann irgendwie immer da, na, tut mir leid, aber sowas heißt es, rühre ich nicht an oder sowas. Ist halt blöd. Wenn sie es wenigstens reparieren könnten, wäre es geil. Aber so ist halt auch ein bisschen Schwierigkeit drin. Wie gesagt, es soll ja auch nicht so einfach sein. So, da ist schon der nächste. Stehen bleiben. Polizei. So ein Mist, so. Ja, ich habe tatsächlich noch so ein Thema, aber was ich in der letzten Folge auch geredet habe. Also in der Folge, die ihr nicht gesehen habt. Oh, fette Limousine, Alter. Ja, stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Manchmal, die Wagen, die man hier verfolgen muss, da sind manchmal Wagen dabei, die gar nicht hier auf der Overworld richtig mitfahren. Die man sich mal irgendwie klauen kann und nehmen kann. Wie zum Beispiel jetzt die Limousine, die sehe ich ja jetzt nicht öfter rumfahren. Gut, klar, ist ja auch ein bisschen realistisch, ne? Man sieht ja auch nicht an jeder Ecke irgendwie eine Limousine fahren. Aber da fahren manchmal auch irgendwelche geilen Sportwagen und so rum. Moment, der knallt, der knallt. Warte, erstmal zusammenfahren. Wo ist denn der jetzt? Hat er sich den nächsten Wagen geklaut? Ey! Nein, nicht wieder rein! Ey, was mache ich denn? Ich den auch mal abknallen, ich habe doch eine Waffe. So, jetzt. Ja, wie gesagt, fahren dann die Wagen rum. Aber es kann natürlich sein, dass wir jetzt noch welche treffen davon. Mein Wagen ist schon langsam angeschlagen. Also ich könnte ja noch mal vor zur Polizeistation. Also wenn ich da vorbeikomme, dann nehme ich mir sicher noch mal einen neuen mit. So. Also fahren, fahren, fahren. Bam. So, was ist das jetzt für einer? Schauen wir mal. Ich bin hier sogar. Ah, ich bin schon dran. Vorbei. Also fast. Schauen wir mal, wo der hinfährt. Ne, der fährt tatsächlich auf der Overworld rum. Das ist ja dieser Diablo. Stallion? Stallion? Naja. So. Stehen bleiben. Na komm, komm, komm. Ja, wie gesagt, ich hatte erstmal schnell töten. Töten, töten, töten. Und es war ein Thema, was ich in der Folge hatte, die ihr nicht gesehen habt. Und zwar gibt es jetzt ein Gerücht, dass eine Mario Collection, also quasi ein Mario All-Stars 2 kommen soll. Oder je nachdem, auf jeden Fall einige Mario-Spiele, und zwar Mario Galaxy 1 und 2, Mario Sunshine Remastered und Super Mario 64 HD. Interessant. Ja, das wäre ja mal ein geiles Projekt, so mal die paar Mario-Spiele zu spielen, weil Mario Galaxy 1 und 2 habe ich ja hier.
für die Wii. Oder habe ich nur die 1? 1 habe ich, glaube ich, nur gerade da. Mario Sunshine, naja, das interessiert mich jetzt nicht so. Irgendwie kein Bock. Da habe ich noch nie irgendwie für was offen. Und Mario 64, das habe ich ja für den DS, also den Teil. Aber es wäre ja auch mal ganz geil, so auf der Switch nochmal alles in geile Auflösung. Ich weiß auch nicht, ob die da was draus machen. Ob die einfach nur diese Spiele darüber porten. Einfach nur rüber. Oder ob die da wirklich remastern, ob da wirklich was Neues mit bei ist, neue Level und alles und. Oh nein. Oh puh. Bin ich mal gespannt. Und es kommt sogar noch mehr Mario. Und zwar kommt, das kommt aber separat, ein Mario 3D World Port von der Wii U. Also es war ja auch länger mal in den Gerüchten. Das soll ja kommen mit mehreren neuen Leveln. Was natürlich auch geil wäre, nicht einfach nur das Spiel rüber. Und das war natürlich auch ganz geil, weil das ist auch so ein interessantes Spiel. So ein Kaufgrund für die Wii U damals, ne? Ich hatte ja nie eine. Bin ich aber jetzt im Nachhinein ja doch ganz froh. Wie es, habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt. Und dann soll noch ein komplett neues Spiel kommen, und zwar ein neues Paper Mario. Das wäre natürlich auch geil, weil ich habe noch nie ein Paper Mario gespielt. Also das Alter auf dem N64 habe ich nicht gespielt, weil ich auch kein N64 habe. Weil ich dafür zu jung bin und auch generell das Gerät nicht habe. Das für ein GameCube, das wollte ich ja mal haben, das ist aber sauteuer. Wenn ich das wirklich mal unter 100 € finde, dann nehme ich mir das mal mit. Aber mal schauen. Dann gibt es ja, wie heißt das, Super Paper Mario für die Wii. Könnte ich mir tatsächlich holen. Ich habe ja eine Wii, habe ich aber bis jetzt nicht gemacht. Und wahrscheinlich auch zeitlich, da mal mit hinzukommen. Und dann gibt es ja noch Paper Mario Sticker Star für den 3DS. Was ich tatsächlich auch nicht habe. Was aber gar nicht so gut sein soll, zumindest habe ich das von einigen Leuten gehört. Und dann gibt es ja noch Paper Mario Color Splash. Das ist ja von der Wii U. Ich habe ja keine Wii U, aber wenn sie es porten würden, ne? Aber wie gesagt, das ist die Rede von dem neuen Paper Mario. Und da wird das wahrscheinlich dann nicht geportet. Aber man weiß ja nie, es sind ja alles nur Gerüchte. Und laut den Gerüchten soll das Paper Mario auch wieder in Richtung der alten Paper Marios gehen. Also Legende vom Eonentor und Paper Mario 64. Was natürlich klar für viele Leute geil ist. Für mich, naja, ich weiß nicht, ich habe ja noch keins gespielt, deswegen. Aber das kann ich mir auch mal anschauen. Und da mal so vollwertige Let's Plays, wenn ich mal dieses, ja, Mikrofon habe. Wie gesagt, es wäre natürlich auch mal was. Und da kann man mal so ein bisschen seine Spiele durchzocken. Ja, jetzt bin ich schon in Level 4, ne? Sehr gut. Komm, schmeiß den um. Ah. Gucken wir mal, das schaffen. Ich hätte mir aber sowieso einen neuen Polizeiwagen holen müssen, mehr oder weniger. Ja. Habe ich denn noch ein Thema jetzt so für nebenbei? Damit es nicht zu langweilig ist. Ja. Und zwar mein Plan, wie ich jetzt hier weiter verfahren werde. Und zwar, nur kurz gesagt, ihr habt es ja mitbekommen bestimmt. Und zwar ist es jetzt so, dass ich vorhabe, einmal eine Folge Flo blättert. Also wo ich jetzt in diesem Togo Spezial Plus von 2007 geblättert habe und in der Mickey Maus. Dann eine Folge Flo testet, wo ich ja das letzte Mal den Twix Milk Drink getestet habe und auch jetzt den Müller Milchreis, Korn und Frucht. Und dann als nächstes kommt halt eine Folge GTA 3 und dann geht es wieder von vorne los. Das ist so gerade aktuell auf meinem Kanal. Geil. Was? Mission beendet. Auch die Zeit war um. Die Zeit war um. Gar nicht aufgepasst. Müssen wir nochmal anfangen. Ja, so kann man sich halt in GTA 3 noch seine Zeit vertreiben. Wenn man später mal bei San Andreas guckt oder bei GTA 5, da ist das was, was man ehrlich gesagt am wenigsten machen würde. Aber hier gibt es ja echt noch nicht so viel zu tun oder kann man das ja machen? Ne. So. Oh, so ein Mist. Ja, schauen wir mal. Genau, so geht's halt weiter bei meinem Kanal. Und bis jetzt ist halt auch nun doch nichts weiter geplant. Also bei Flo Blätter, da habe ich jetzt nur noch die beiden Mickey Mouse Hefte von 2008 und 2010. Weiter habe ich erstmal nichts zum Blättern, deswegen habe ich da jetzt auch noch nicht wirklich ein neues Format draus gemacht. Flo Teste, da habe ich jetzt eine Folge, die ich schon produziert, also auch schon aufgenommen. Und ich habe wieder zwei neue Dinge gekauft. Also für die Corona-Zeit sind wir erstmal versorgt für April. Also erstmal für die nächsten 3 Wochen.
Also diese Woche, wenn die Folge kommt. Nee, das wird dann nächste Woche sein, aber die nächsten 3 Wochen. Aber es kommt jetzt. Polizeischmiergeld wurde im Versteck angeliefert. Aha. Und halt GTA 3, da haben wir ja noch ein paar Parts. Und was dann noch kommt, mal sehen. Aber ob ich dann noch irgendwas anderes auf dem Smartphone aufnehme, ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht. Höchstens, da kann man höchstens so angezockt machen, weil was soll ich denn machen? Ich habe Traffic Racer, aber da ein Let's Play, das bringt auch nichts. Einfach nur durchzuspielen, Geld zu farmen für neue Autos. Ah, der Wagen fährt tatsächlich nicht auf der Overworld rum. Ja, was hätte ich noch? Puh. Naja, auch blöd. Geometrie Dash. Ist alles nur mal so ein kleines angezockt, aber da habe ich irgendwie auch keinen Bock auf. Gerade auf meinem Kanal, dann habe ich noch Golf Battle, habe ich drauf. Ist auch ein geiles Spiel. Aber halt alles irgendwie nichts, was sich lohnen würde für YouTube. Ich weiß auch nicht. Was hätte ich da noch? Vice City und San Andreas, das habe ich ja schon gebracht. Und ja. Es sind halt nur so ein paar Spiele, die ich halt habe. So, schauen wir mal. Ich nehme wieder ein Video auf. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, ne? Wow. Aber klar, die anderen Leute, ich wohne ja noch zu Hause bei den Eltern und die anderen Leute, die wollen halt auch nur ihr Leben leben. Die wollen halt nicht, weil ich hier Videos aufnehme, halt alles stilllegen. Deswegen. Oh nein, nein, nein. Oh, hoffentlich steigt doch mal aus. Nein, gib mir mal eine andere Karre, wir haben nicht viel Zeit. Gib mir mal eine andere Karre, ich fahr mal schnell zur Polizeistation. Dreh doch mal um, da ist einer. Schneller, schneller. So, ich glaube hier jetzt lang, genau. Schnell, schnell, schnell. Boah, gib Gas. Boah, ist bestimmt nur ein kleiner Unfall, ich hab keinen Bock mehr, gib Gas, ey. Mann, los, los. Ey, wenn die jetzt zu sind. Ich sag's euch, nein, aber ey, komm, spiel mit. Ich sag's dir, nein, nein, wegen sowas Dummen. Na los, ja, da ist einer. Knall, knall. Was, ich wollte jetzt einen Stand und vorbei. Was ist das denn? Mein Gott. Komm, wir machen noch eine Runde. Da wird der Part tatsächlich kürzer. Aber der letzte Part wurde ja tatsächlich 33 Minuten, den ich aufgenommen habe. Den musste ich jetzt verwerfen. So ein Mist. Ich habe alles wirklich immer umgestellt am Sound und sowas. Nüscht. Arbeit umsonst. Da stecke ich mal Arbeit in ein Video, weißt du, in die Bearbeitung und sowas. Indem ich da mal gucke und dann nüscht. Tja. Vom einen Anlauf mache ich noch und dann. Vielleicht ist das dann auch der finale Anlauf. Vielleicht schaffe ich da wieder 20 Level, Alter. Rekord brechen. Vielleicht sogar mehr als 20. Jetzt regnet es auch noch hier. Aber das soll mich ja nicht stören. Komm, vielleicht sind die Polizeiwagen wieder offen, weil manchmal, wenn man weg ist und dann wiederkommt, dann sind die nämlich auch offen. Nein! So. Nee, ist tatsächlich noch zu. Ha, aber der ist offen. Gut. Polizei, aber damit sie hinten einen transportieren wollen, haben sie natürlich 5 Türe. Die meisten anderen haben ja irgendwie 3 Türe. Ja. Also hier bei GTA 3, okay, nicht so viele, aber. Hä? Was ist denn jetzt? Abgebrochen. Ja, wo ist denn der jetzt? Warte mal, hier. Nein! Nein, nein, nein. Weil hier können sie einen ja noch verhaften. Für die Leute, die jetzt noch nicht so alt sind und vielleicht nur GTA 5 gespielt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei GTA 4 ist. Aber GTA 5 ist es so, ich glaube, die können dich gar nicht verhaften. Ich habe das ja selbst gespielt. Ich glaube, die können dich dann höchstens, die versuchen dich halt umzubringen. Aber ob man da einen noch verhaften kann. Ja. So, schauen wir mal. Für diese ganzen 12-Jährigen.
Aber na gut, ich will mich da nicht rausreden. Ich habe ja auch mit 8 schon GTA Vice City und so gespielt. Ne. War aber schon eine geile Zeit damals, also echt. Auch hier GTA 3. Also auch wenn es hier, wie gesagt, du nicht so viel machen konntest, aber es war echt bahnbrechend. Also wo ich GTA Vice City oder San Andreas gestartet habe. Also ich sag gerne mal Vice City. Und ich bin da ins Auto eingestiegen. Ich konnte das gar nicht fassen. So, oh was? Alter, bist du richtiger Gangster hier, klaust Autos und so. Ey. Das waren schon Zeiten, das war bahnbrechend, weil sowas kannte ich vorher halt nicht. Wie gesagt. Ich habe halt damals so ein bisschen DS gespielt. Ja klar, da gab es auch GTA Chinatown Wars heißt das. Das hatte ich aber damals nicht, wie gesagt, es war ab 18. Klar, wie auf der PS2 auch, aber. Jetzt habe ich das zwar, aber wie gesagt, ja. Und auf dem DS, da kennst du halt deine Kinderspiele und alles. Und da mache ich dich so abballern. GTA. Und dann nebenbei noch diese ganzen anderen Spiele. Ich hatte, wie heißt das? Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 3. Das war halt auch geil. So ab 16 geil, richtig abballern. Oder hier Mortal Kombat. Also, oder Mortal Kombat. Heißt es ja. Das war schon geil. So abgeknallt, abgeballert. Und noch andere Spiele. Ich hatte noch Arthens 2004. Das war so ein Sportspiel. Also, falls ich es schon mal erwähnt habe. Habe ich das schon mal erwähnt, aber wer weiß. Und später habe ich dann halt auch, was hatte ich jetzt noch? Age of Empires heißt das. Age of Empires 3. Jetzt laber ich so viel und krieg die nicht. Der Age of Kings, das war auch richtig nice. Also, es war alles nices Zeug. Aber seitdem nie wieder eine PlayStation gehabt. Ja. PlayStation 2 ganz interessant, aber der Rest, nee. Nee, tatsächlich nicht. Und später hatte ich ja dann noch andere Spiele, also drei, vier andere Spiele noch. Mohun Fun Card 2008, das war quasi wie so eine Art Mohun Card 2. Aber du konntest da wirklich, ich glaube, andere Farben von deinem Card machen. Weil beim normalen Mohun Card 2 hattest du ja nur Rot und da konntest du auch andere Farben. Und da waren die Farben halt nur so, wie du halt, welche Platzierungen du hattest, keine Ahnung. Dann hatte ich noch Gran Turismo 4 und Tourist Trophy. Also Tourist Trophy, das war ein Motorradrennspiel und Gran Turismo war halt mit Autos. Das war halt auch richtig nice. Geiler Scheiß. Das war schon damals geil. Du hast Konsole, PlayStation 2 und dann noch der DS nebenbei. So, DS noch so richtig kindlich, alles nice. Und dann PS2, halt, richtig krasser Shit. Aber irgendwann ging es dann halt weiter. Ich hatte dann viele Jahre später eine Wii, die PS2. Die hatte ich dann noch, aber nie gezockt. Die hat jetzt so eine Kollege von mir. Ja. Also echt nice Zeug und seitdem nie wieder PlayStation. Weil ich habe PC und da kann man auch gut zocken und jetzt kriegt man den aber mal. Jetzt reicht's, komm her. Ist eine Frau. Das war eine Frau jetzt, ne? Naja. Dann geht's immer weiter. Ich habe, glaube ich, die Geschichte schon mal erzählt. Da hatte ich irgendwann halt Switch und U 2DS XL dazwischen gar nichts. So, ich hatte DSi oder DS Lite noch. Auf jeden Fall diese 2DS-Geräte und halt, wie heißt es noch schnell genau, die 2DS-Geräte und den PC. Also den PC hatte ich immer. Die 2DS-Geräte und die Wii mehr hatte ich halt nicht, bis dann Switch und New 2DS kamen und bis jetzt dann auch nicht mehr. Ich habe zwar jetzt noch ein SNES und ein NES zu Hause stehen, aber die sind auch nicht in Benutzung. Das sind alles Sammelgegenstände. Also wie gesagt, zurzeit in Benutzung. Zwei Konsolen und ein PC, also eine Konsole plus Handheld, einen normalen, also nur Handheld und ein PC. Und trotzdem kommt man nicht hinterher mit Zocken. Andere haben noch mehr, die haben ja doch Xbox, PlayStation. Wenn man mal da zu richtigen Sammlern guckt, ne? So, den kriegt man jetzt aber. Und wenn ich die Runde nicht schaffen werde. Also wenn die Runde zu Ende ist, dann ist der Part auch vorbei. Und jetzt nicht mit Absicht irgendwie versauen. Ey Mann, ich war beim letzten Mal so gut 20 Level geschafft, Mensch. Ey, ob mir das einer glaubt, wenn man jetzt meine Leistung sieht. So, bleib stehen jetzt. Komm, bleib stehen. So, was kommt danach? Ich hätte dann auch schon Bock nach GTA 3, dann GTA 5. Also GTA 5 hätte ich dann auch richtig Bock. So auf Spaßprojekt, so mäßig, vielleicht auch so ein bisschen online. Weil auf Story habe ich da. Ne, ich habe das jetzt noch gar nicht. Ich habe die Story mal angefangen. Bis ich halt dann irgendwann speichern konnte und so. Ja. Und jetzt nicht mehr weiter.
Wie gesagt, das spiele ich halt meistens offline, auch mal online. Also ein bisschen macht halt Bock. Wir schauen mal, was uns die Zukunft so bringt. Habe erst genug Zeit zu Hause. Gut, ich habe einiges an Homeoffice. Aber ja, mich stört das halt nicht. Ich kann auch von mir aus morgens Videos machen oder nachmittags ein bisschen Homeoffice. Bei mir ist das jetzt halt nicht so, weil wenn ich jetzt am Morgen oder vormittags jetzt nicht viel getan habe, dann bin ich jetzt auch nicht so erschöpft, dass ich jetzt nachmittags sage, oh nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt will ich nicht mehr. Das ist dann egal. Aber ich kann auch nachmittags oder abends Videos produzieren. Wie gesagt. So, was ist das jetzt für einer? Hier wieder so ein Sportwagen. Stehen bleiben. Da ist er, da ist er. Alter, gleich drei auf einmal abgeknallt oder was? Es geht bei dem ab. Stehen bleiben hier. So, jetzt. 1500 Euro. Oh ja. Ich meine Dollar. Hätte ich immer noch gerne bar auf die Hand. Ich habe es immer noch nicht. Wo sind sie? Ach ja. Da hätte ich schon längst mal ein paar Sachen fürs YouTube-Equipment. Schönes Mikrofon. Vielleicht noch ein Greenscreen. Mal schauen. Aber da braucht man halt immer diesen Platz. Ne? Ich habe selbst dafür einen PC plus Monitor. Also es ist nicht so, dass ich nicht Platz habe. Also ich habe jetzt nicht das kleinste Zimmer. Aber irgendwie fehlt dann halt der Schreibtisch und so. Das auf einen normalen Tisch zu stellen, ich weiß nicht. Ob ich da jetzt einen PC-Monitor, vielleicht nur ein Lenkrad mit Pedalen. Je nachdem, mal schauen. Das ist dann doch ein bisschen eng. Meine, klar, die PC kann man drunter stellen, aber trotzdem. Nein, bitte nicht. Ich habe keinen Bock, wie wohin, da wieder einen Polizeiwagen zu suchen und, was heißt zu suchen und, aber die sind dann wieder abgeschlossen, ne? Ich meine, klar, ist realistischer. Ich meine, wer stellt seinen Wagen ab und lässt ihn offen? Aber für mich bitte. Für mich. Das ist wieder so eine Karre, die nicht auf der normalen Overworld rumfährt. Oder beziehungsweise nicht am Anfang des Spiels, vielleicht irgendwo auf der anderen Insel, auf der Brücke, wo ich noch nie war. Ich habe es mir zwar mal angeguckt im Let's Play. Ach ja. Halt, stopp. Ah, schon ärgerlich, dass ich jetzt hier halt nicht diese Cheats benutzen kann. Aber auf PC ist es halt schwierig, das Spiel zum Laufen zu bekommen. Ich habe halt nur Windows 10. Da ist es halt schon schwer, da hat es nicht geklappt. Dann hätte ich Windows 95, aber das ist wahrscheinlich schon wieder zu alt. Ja, mehr habe ich nicht. Vielleicht muss ich mir irgendwie mal Windows XP, das ist geil, vielleicht nochmal zulegen irgendwie oder als virtuellen Rechner. Aber virtueller Rechner ist auch ein bisschen, ja, blöd. Also am besten ist so ein klassischer PC, wo wirklich Windows XP installiert ist. Das wäre eigentlich viel geiler. Aufpassen, stell dich hin. Sehr gut. Haben halt hier nicht ewig Zeit dazu kommen. Na gut, so ein bisschen haben wir noch. Ja, ich war hier oben lang, da kriege ich den auch noch. Uah. Nice, ja, was treibe ich denn sonst noch so? Ja, Disney Plus ist ja jetzt gestartet, vor 2 Wochen schon. Warte mal, 7, wir haben heute. Na, ich sag mal, immer noch nicht 2 Wochen. Ist schon ganz geil, weil ich habe so ein Angebot, und zwar als Telekom-Kunde, dass ich ein halbes Jahr kostenlos gucken kann und das andere halbe Jahr für 5 Euro. Ich habe mir halt Disney Plus mal geholt, weil erstens natürlich, der Disney ist doch geil. Also Mickey Mouse damals gelesen und alles. Da wird man doch nie zu alt. Und zweitens ist natürlich ein bisschen langweilig jetzt auch in der Quarantänezeit und auch danach bestimmt. Weil ich halt natürlich kein normales Fernsehen gucke. Und ich habe halt sonst keinen Streamingdienst. Das Einzige, was ich gucke, ist YouTube. Ich habe YouTube Premium. Und ja, das wird dann, das ist halt auch nicht viel. Irgendwann hast du die paar Videos geguckt und dann. Klar, zocke ich noch ein bisschen auch nebenbei. Man macht doch mal was mit Freunden oder so und hat auch Arbeit und ich weiß. Aber dass man mal wieder so ein paar normale Serien guckt, weil man guckt ja immer so die YouTube-Videos, aber irgendwie habe ich halt auch Bock. Und da ist halt auch dieser ganze alte Stiss, also noch nicht alles, aber es ist schon einiges dabei von früher, was man so damals gern geguckt hat. Ich will da jetzt auch nicht alles aufzählen. Vielleicht mache ich da auch noch mal ein Video zu, keine Ahnung.
Aber ist jetzt schon geil. Also das ist schon ganz nice. Gerade dieses Angebot. An sich so ist es ja auch nicht teuer. 6,99 € im Monat. Halt deutlich günstiger als Netflix. Teuerstes Angebot mit 16, 17 €. Aber Netflix, Amazon Prime, Video, das ist nichts. Ne. Ich habe Amazon Prime mal ausprobiert. Also, ich habe mal Post bekommen. Da hatte ich für einen Monat 30 Tage kostenlos Amazon Prime Video. Und ich glaube, da war das normale Prime auch mit drin. Ich weiß auch nicht. Da hatte ich das ja noch nicht. Aber nee. Da ist nichts. Vor allem, da wusste ich ja noch teilweise, da gibt es auch Filme, wo du auch bezahlen musst. Bei Disney Plus ist ja so, da ist wirklich alles kostenlos. Und das ist halt das Geile. Du bezahlst halt deine Gebühr. Beziehungsweise bei mir ist jetzt 6 Monate kostenlos. Und da ist alles kostenlos dabei. Jetzt kommt ja bald Toy Story 4. Und der kam ja erst gefühlt im Kino vor einem Jahr und den kannst du halt da kostenlos schon gucken. Da musst du halt keine 15 € mehr ausgeben für irgendeine DVD oder Blu-ray. Das ist halt praktisch. Und da kann ich das so mal nutzen und das ist geil. Und du kannst es ja auch mitnehmen. Du kannst ja am Smartphone gucken. Da hast du halt, kannst du ja auch runterladen und offline gucken. Fernsehgeräte, ja, da werden auch nicht viele unterstützt. Ich habe ja das Glück, dass ich jetzt so einen neuen Samsung-Fernseher habe. Weil es wird nur ein Samsung-Fernseher ab 2016 unterstützt. Mit Android-TV. Und LG-Fernseher werden unterstützt. Wenn du so am Fernsehen gucken willst, wird es schwierig. Brauchst halt entweder PS4 oder Xbox One. Da ist es halt drauf. Ups, ja, da ist das Programm abgeschmiert. Auf jeden Fall, naja, was heißt abgeschmiert? Egal, das schneiden wir dann zusammen. Ich habe ja Videobearbeitung. Ne? Also wie gesagt, PS4 und Xbox One auf verschiedenen Smart-Geräten halt. iOS und Android, aber iOS, ne, ich habe ja Android, viel besser. Und dann, ja, auf jeden Fall verschiedene Geräte. Dann gibt es ja noch 4K dazu. Bei Netflix, da ist ja das normale, ich glaube, HD, also 27p. Oder ist das Full HD? Also ich glaube, du hast ja nicht mal. Alter, voll drauf geschossen. So ein Mist. Ja, ist der Part jetzt, denke ich mal, vorbei. Ich hab's geschafft. Aber ich sag noch schnell zu Ende. Auf jeden Fall, bei Netflix, da ist ja 4K. Nicht mal standardmäßig dabei, dafür musst du ja sogar Aufpreis bezahlen für das volle Ding. Und bei Disney Plus, da kannst du ja quasi insgesamt, ich glaube, 7 oder 8 Nutzer anmelden und du kannst, 4 Leute können gleichzeitig gucken. Also ich könnte jetzt quasi einem Freund sagen, yo, willst du mal haben? Ich bezahle ja, die anderen, denen ich es geben würde, dann müsst ihr ja nicht mal bezahlen. Und ich habe ja gerade sowieso kostenlos. Und falls jetzt jemand sagt, yo, also den ich jetzt kenne. Ja, nicht jetzt hier in die Kommentare schreiben, yo, kannst du mir auch einen Account geben? Und ich kenne dich nicht. Tut mir leid, sorry. Da muss ich leider passen. Aber wenn jetzt jemand sagt, yo, ich will, also ich hätte noch was frei. Also wenn ihr so ein Fernsehgerät habt oder am Smartphone gucken könnt, wie gesagt, fragt einfach an. Das hört sich an, fragt einfach an. Eben sage ich noch, yo, wenn ich ein wenig nicht kenne. Der hat sowieso keine Chance. Ja, wie gesagt, wenn irgendwelche Freunde von mir oder so. Mal schauen, das lässt sich doch bestimmt regeln, das ist doch ganz einfach. Und da wird es auch nicht so langweilig in der Quarantänezeit. Und wenn es Bock macht, ne, also für mich macht es ja Bock, dann wird es auch nach der Quarantänezeit weiter gesuchtet. Ja, das war's. Wir hatten jetzt einige Themen. Tatsächlich haben es diesmal nicht so weit geschafft wie beim letzten Mal. Habe ich es ja tatsächlich bis 20 oder 21 geschafft. Ich habe es ja schon erzählt, ne? Darf ich es noch erwähnen? Aber ja, den Part habe ich wieder runtergenommen. Was bringt denn das auch? Man hört meine Stimme nicht, weil es zu laut ist. Aber jetzt passt alles. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.